ich weiß nicht, was die Jury, was das Publikum erwartet. Ich weiß, was wir können, ich weiß, was wir gemacht haben in den letzten Monaten. Und das bringen wir jetzt einfach aufs Paket. Michel, wenn du der Jury so ein bisschen in die Augen schaust, vor wem hast du am meisten Respekt? Unser nächster Kandidat, der hat sich 20 Jahre lang im Kreis gedreht. Und zwar nicht im gemütlichen Dreivierteltakt, sondern im Affenzahn auf der Radrennbahn. Der Franco Marvulli hat viermal Weltmeister geworden und hat eine olympische Silbermedaille daheim. Also das heisst, schnelle Beine sind schon mal da, aber das allein langt natürlich nicht, weil jetzt heisst es nämlich tanzen statt trampen. Wenn ich jemandem zulage, der gut tanzen kann, ist es so, wow. Das ist ein bisschen neid, das würde ich auch gerne können. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das von einem Profi zu lernen. Und das motiviert mich. Wow, da fährt jemand ohne Helm. Hoffentlich kreist sie nicht auf die Schnurren. Also, Velofahrer kann sie. Willkommen auf der Rennbahn. Hi, Franco. Hallo. Hoi. Noch nicht so elegant. Hi, ich bin Valerie. Freut mich, ich bin Franco. Freut mich auch sehr. Meine Tanztrainerin. Genau, wow. Wir werden die nächste Zeit sehr intensiv miteinander verbringen. Cool, ich freue mich. Mein Name ist Valerie Reuser. Ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus dem Kanton Basel-Land. Ich bin Paartanzlehrerin, bin Europameisterin im Disco Fox Jack and Jill. Meine Motivation zum Mitmachen ist, ein Stück von meiner Liebe fürs Tanzen eigentlich weiterzugeben, um zu zeigen, jeder kann tanzen lernen. Dann würde ich sagen, führe ich dich gerade in meine Welt ein, und wir perfekt. Good. I'm ready. Ja, lieber Franco, du hast hier ein paar Hinweise. Was denkst du? Was für einen Tanz tanzen wir? Und zu was für einem Lied? König. Kralig Schnauz. Irgendwie Walzer, das tönt so ein königlich. Ja, eher. Ich kann dir vielleicht noch einen Hinweis geben. Sagt dir die Pose etwas? Freddie Mercury. Jawohl! Yes! Ah, das ist gut. Das ist gut. Ich habe Angst gehabt. So gut. Hey, wir tanzen einen Showdance zu Don't Stop Me Now von Queen. Coole Musik. Das ist schon mal etwas, was mir gefällt. Ich kann zu einem Lied tanzen, das ich kenne. Unser Song, den wir dazu tanzen, ist vom Musical We Will Rock You, der auf ganz vielen Hits von der britischen Band Queen basiert. One prize, one gold. Ein Musical verbindet Tanz, Gesang und Schauspiel. Musicals sind im 19. Jahrhundert in London und in New York entstanden. Vor ca. 20 Jahren ist eine neue Art von Musicals populärer geworden, und zwar die sogenannten Jukebox-Musicals. Im Mittelpunkt dieser Jukebox-Musicals stehen gewisse Songs, auch Interpreten oder Bands. Und zwar ist das Kick, Ball, Change. Kick, Ball, Change, Kick, Ball, Change. Und Kickball Change. Das hat mich schon genervt nach dem 15. Mal, als ich es gehört habe. Ich dachte, okay, das Wort, das werde ich nicht vergessen. Von dem werde ich träumen. Für mich ist es schon mal schwer, das Gleichgewicht zu haben. Nur, dass du eigentlich im Zentrum stabil bist, dass du dann hier unter die Füße kannst laufen lassen, sozusagen. Okay, jetzt, Valerie, jetzt musst du Nerven behalten. Jetzt genau, das ist der Moment. Und wir haben erst gerade angefangen. Jetzt habe ich endlich die Kickball-Change so halbwegs drin. Und jetzt merke ich, dass die Musik viel schneller ist, als ich mir das vorstelle. Es geht einfach brutal schnell. Und ich muss ja immer noch überlegen, was macht der Franco jetzt? Mit dem Velofahren ist es easy. Ich hocke aufs Velo und die Beine trampen. Das ist so schnell. Nochmal. Mein Ziel ist eigentlich nicht, eine Choreografie abzubrechen und Franco-tauglich zu machen. Es ist erlernbar. Und es wird auch für Franco erlernbar sein. Ho, hopp. Genau. Hat mich am besten. Also nicht so. Ja, genau. Es ist sehr ungewohnt, von jemandem angesprungen werden, den du nicht kennst. Es war mir am Anfang nicht so wohl, einfach so ein bisschen mal. Bam. Jetzt packe ich sie einfach so. Hopp. Genau. Wir dürfen keine Hemmungen haben. Wir müssen uns vertrauen und wir müssen als Team auftreten. Ich gehe runter. 7, 8. Okay, und jetzt
gehst du in den Liegestütz runter. 5, 6, 7, 8. Ich kann mich dort stehen und sagen, hey, ich habe echt gearbeitet daran, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe geschwitzt für die ganze Sache. Ich ganz oben stehen am Schluss. Dann, ja. Dann werde ich noch eine neue Karriere in Betracht ziehen. Vielleicht das Musical darstellen. Franco Marvoli aber gewinnt den letzten Sprint. Und die Schweiz holt sich die Silbermedaille im Velodrom von Athen. Europameister, Weltmeister, Olympiamedaille. Der Franco Marvoli, der ist in der letzten Nacht im Hallenstadion gebührend verabschiedet worden. Nach 15 Jahren als Radprofi gilt es, Abschied zu nehmen. Sag mal, Franco, das mit den Hemmungen. Also jetzt hast du sie wirklich ziemlich hemmungslos gepackt. Kein Problem mehr unterdessen. Sie hat mich gezwungen. Nein, es ist am Anfang komisch gewesen. Aber mit der Zeit lernst du das. Tanzen, das ist eben sensual, das gehört dazu. Und wenn es dazu gehört, dann machen wir es. Mhm. Valerie, du hast ja das Training mit dem Franco gerade mal mit einer gebrochenen Nase angefangen, richtig? Oh ja, genau. Ich habe anderthalb Wochen, bevor unsere Drehs angefangen haben, meine Nase gebrochen. Weil ich eine Hebefigur für diesen Tanz ausprobiert habe. Ui. Ich habe ihn dann nicht reingenommen in die Choreo. Hast du Glück gehabt? Wobei Verletzungen und so ist ja eh ein Thema im Sport, oder? Was kannst du eigentlich vom Sport übernehmen ins Tanzen? Kannst du davon lernen? Ein Haufen Sachen. Sicher mal richtig einwärmen. Regelmäßigkeit, also nicht irgendwie zu viel aufs Mal. Genug Pause. Und Tanzen ist ein Sport. Mhm. Hallo? Also es ist, ich habe zuerst gemerkt, Tanzen ist ein bisschen. Tanzen ist Sport. Wenn du das gesagt hast. Ja, der Curtis, der kennt das auch, vom selber auf der Bühne stehen und tanzen. Wir sind gespannt auf das, was die Jury sagt. Curtis? Ja, ich habe den Einspieler gesehen und habe gedacht, wow. Kickball Change. Nein, also ich bin völlig überrascht. Also ich habe nicht das erwartet, was ich jetzt gesehen habe. Ein grosses Kompliment an Valerie, also was du rausgeholt hast hier. Also. Versuch vielleicht, ich weiss, du hast dein Bestes gegeben, aber durch das geht ein bisschen die Lockerheit ein bisschen verloren. Es ist alles ein bisschen so sehr gezwungen. In dem Sinn, vor allem wenn du Bewegungen hast, die gerade sind, das ist das sehr so. Versuch dort ein bisschen lockerer zu werden, weil wenn du Hüftschwung machst, hast du die Lockerheit drin gehabt. Aber im Großen und Ganzen wirklich bin ich überrascht gewesen. Also mega, super.
Rolf? Ja, also grosser Unterhaltungswert, toll. Auf das Velo aufhocken ist für dich sehr wahrscheinlich einfacher, wie deine Partnerin zu führen. Ich glaube, wenn du das Velo so geführt hättest wie deine Partnerin, wärst du sicherlich nie ans Ziel angekommen. Aber dann habe ich auch im Vorspann Kick in the Balls. Aber dann hat mir dann Marion gesagt, das sei nicht das. Also, das ist ein Fachausdruck. Aber sehr gut, bravo. Ich finde, von einem Sportler zu einem Tanz, der eher gerade Ziel ist, noch bist du ein Kraftsportler, toll gemacht. Bravo. Marian? Ja, also sehr kraftvoll, Leidenschaft absolut dabei. Schneller geworden, wie man gesehen hat. Die Elastizität kommt noch. Eben, man ist am Anfang ein bisschen verkrampft. Dann der Bezug zur Partnerin hat mir ein bisschen gefehlt, weil es ist eine ganz tolle. Und ja, das hat mir also, das sind meine Kriterien, aber total kraftvoll. Also Freddie Mercury. Yeah. Ja. Danke vielmals, der Jury. Nimm sie in den Arm, Franco. Valerie, danke euch vielmals für eure Performance. Franco Marulli und Valerie.